Am Ort hat sich ganz viel verändert. Wir sind wesentlich mehr Menschen, die mitarbeiten, die selber von Hartz IV betroffen sind. So ist es von einer Aktion, die für andere war, mehr zu einer Aktion geworden, wo man auch ein Stück weit Selbsthilfe macht. Es geht mittlerweile weit über Lebensmittelausgabe hinaus. Hier gibt es die Möglichkeit, ein Buch zu bekommen oder ein zweites für 50 Cent zu kaufen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich Kleider für wenig Geld zu besorgen. Es ist ein Treffpunkt geworden, wo man sich austauschen kann, wo man immer Informationen erhält, wo was möglich ist. Die Atmosphäre hat sich sehr verändert. Es ist ein wirklicher geschützter öffentlicher Raum, insofern, dass hier man arm sein darf und sich nicht verstecken muss. Also ich kann mich sehr gut unterhalten mit den Menschen und es gibt ähnliche Themen, ähnliche Probleme. Sorgen, natürlich sind es meistens finanzielle Sorgen. Und man lernt dann auch andere Lebenswelten kennen, was mich sehr fasziniert und interessiert. Hier sitzt man zusammen und man beäugt schon ganz neugierig, was gibt es heute und kommst du das nächste Mal wieder? Es ist schon so eine kleine Gemeinschaft geworden, na klar. Also einsam wird man hier nicht. Also dadurch, dass ich hier zusätzlich noch ein paar Nahrungsmittel mitnehmen kann, kann ich auch eher mal in eine Galerie gehen oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die meine geistigen Werte auch wieder betreffen. Das heißt, ich liebe schöne Farben, schöne Formen und es bereichert mich sehr. Ich bin dadurch viel glücklicher. Neben den Lebensmitteln gibt es hier auch Tipps für ihre Zubereitung. Ich habe einige Male schon gehört, seitdem es Leib und Seele gibt, kann ich mich besser ernähren. Ja, wenn wir so bestimmte Angebote haben, jetzt Spenden haben, dann sagen wir nicht nur im Gespräch Kochrezepte, manchmal sage ich es auch hier vorne an, heute haben wir Avocado. Avocado kann man einfach aufs Brot legen, Avocado kann man eine Suppe machen, Avocado kann man sich eine Creme machen, die kann man sogar einfrieren. Und das bekommen die Menschen erzählt, sodass sie als Dinge, die sie nicht so oft kaufen, mitnehmen und dann zu Hause verarbeiten. Wir sind am Anfang auch nicht so friedlich gewesen, weder das Team noch die Menschen hier, weil jeder glaubte, zu kurz zu kommen oder es reicht nicht. Aber das Training macht es eben so, dass wir immer gesagt haben, auch der Letzte in der 20. Reihe bekommt etwas Besonderes. Und das glauben sie einfach. Es ist ein Stückchen Vertrauen gewachsen. Das heißt, wir machen immer einen Teil der interessanten Sachen weg und den Tisch. Nicht, dass wir das nehmen, sondern für die Letzten, die dann halt aus wirklichen Gründen aus immer später kommen. Und das entspannt das, dass also jeder relaxed hier sitzen kann und sagen, ich kriege ja auch noch was. Ich kriege vielleicht mal die Erdbeeren, die die ersten 20 nicht bekommen, zum Beispiel. Von Kreuzberg nach Wedding. Ein Bezirk mit hohem Ausländeranteil. Die Hälfte der Bedürftigen hier sind Menschen mit Migrationshintergrund. Die Ausgabestelle der St. Paul-Kirchengemeinde in der Badstraße versorgt wöchentlich über 200 Menschen und deren Angehörige. Rentner, Alleinerziehende, Arbeitslose. Doch es kann jeden treffen, jederzeit. Leistung zahlt sich nicht mehr aus. Häufig können Menschen trotz Berufstätigkeit keine selbstständige Existenz mehr führen. Ich arbeite in der Reinigung im Bundestag, also als Fremdfirma und habe zwar eine feste Arbeit seit Jahren, aber eben zu wenig Einkommen durch die hohe Miete beglichen und so weiter, muss ich eben trotzdem zusätzlich zum Hartz IV, dadurch, dass ich auch alleinerziehend bin mit zwei Kindern und, und gehe dann zusätzlich hier meine Lebensmittel kaufen am Wochenende. Auch hier bestimmt der Zufall, in welcher Reihenfolge die Ausgabe erfolgen wird. Immer dort, wo der Kreisel am Ende hinzeigt. Du zeigst dann, in welcher Reihe wir anfangen. Danach geht's an den Einkauf. Wer das erste Mal kam, ging davon aus, dass man eine Tüte Lebensmittel bekommt. Und als ich das erste Mal, oder ein Beutel oder so, und als ich das erste Mal hier saß, hatte ich eben nur ein Beutelchen dabei. Und dann habe ich mich hier umgeschaut und die haben ja alle mit einem Hacken-Porsche oder Rentnerkarre oder wie es auch genannt wird, Einkaufswagen gesessen. Und
Ja, dann habe ich mir auch meinen bringen lassen von meiner Tochter und dann eben festgestellt, dass man doch reichlich bekommt hier. Ich weiß, dass ich es für meine Kinder tue und dann baut mich das immer wieder auf, wenn ich ein bisschen negativ in die Welt schauen sollte. Solidarität ist das Motiv der über 1200 Ehrenamtlichen bei Leib und Seele. Na, um andere Menschen zu helfen. Also ich meine, man kann doch nur im Leben irgendwie ein bisschen wenigstens was bewegen. Ich meine, wir sind halt alle nur Einzelpersonen, aber ja, so können wir alle ein bisschen dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird, oder? Ja. Zurück nach Mitte. Etwa 5 Minuten Fußweg von der Marienkirche entfernt. Die Waisenstraße mit dem Gemeindezentrum St. Petri und St. Marien. Hier meiden die Menschen die Kamera, wollen nicht erkannt werden. Sie fürchten den Verlust ihres Ansehens vor Nachbarn, Verwandten, dem Arbeitgeber oder vor dem Wohnungsvermieter. Es ist ja so, als wenn man nie was getan hat, sein Leben lang nicht. Man kommt jetzt da wie ein Schmarotzer. Ja, ist aber so. Ja. Ja, ja. Was denken Sie, warum die Leute sich alle nicht fotografieren lassen, weil sie Angst haben, dass die anderen darüber reden? Ja, mir ist es egal. Ich bin schon 70 jetzt fast. Da ist mir das egal, was die ja, Leute ja, denken. Aber jeder weiß ja auch inzwischen, ja, dass das nicht gewollt ist. Ne? Ja. Das ja, hoffentlich weiß man das. Ich denke, wir sind uns da alle vier einig, dass das jetzt nicht irgendwelche, ach, was wollen die denn? Wir haben uns ja zur Verfügung gestellt und wir besorgen das und wir bedauern, dass wir ihnen nicht mehr geben können und dass sie in so einer Situation sind. Und dadurch ist auch hier so ein sehr nettes Verhältnis zwischen den Bedürftigen. Die werden bei uns nicht abgefertigt. Und das hat den Vorteil, dass wir eine kleine Ausgabe sind. Da können wir immer 3 Reihen holen und dann ist es ein kurzes Gespräch. Das war auch immer mein großes Anliegen. Und das funktioniert ja sehr gut. Wir haben allerdings so 2, 3, das sind so kleine Stänkerer, die immer irgendwas auszusetzen. Aber die werden von den Mitbetreuten auch sofort kaltgestellt. Und sagen, hör auf, hier rumzustängeln, du hast es gut. Und das ist super, die helfen uns auch, ne? Wenn ich dann nun jetzt in meinem Ruhestand bin und habe es so gut, weil ich keine Sorgen habe, dann fühle ich mich einfach verpflichtet für die Leute, die jetzt überhaupt nicht mehr solche Lebensphasen erleben können, Einsätze, um ihnen wenigstens damit zu helfen, dass ich Essen für sie besorge. Leib und Seele kann überhaupt kein Ersatz dafür sein, für die Tatsache, dass der Regelsatz zu wenig zum Leben ist, sondern bei Leib und Seele wird deutlich, dass der Regelsatz zu wenig zum Leben ist. Und Leib und Seele versorgt auch nur einen Bruchteil der Menschen, die von Hartz IV oder weniger leben müssen. Von daher wird eigentlich durch diese Aktion eher öffentlich, was der Skandal ist, dass nämlich wir unter Massenarmut leiden und dass viele Menschen einfach unterversorgt sind, besonders die Familien mit Kindern. Dadurch, dass es eine Zusatzversorgung ist, muss der Staat in allen seinen Facetten für die Grundversorgung weiter sorgen und aufkommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und von diesem Pfad dürfen wir auch nie abrücken. Die Kraft alleine geben uns bloß die Kinder. Weil unterm Strich alles nur für die Kinder ist. Bei uns in der Familie ist das Gute eben der Zusammenhalt. Wir muntern uns gegenseitig auf und das ist das, was uns im Moment auch nur weiterbringt. Du wirst zu spät kommen. Mir kommt zugute, dass ich so erzogen bin von meinen Großeltern, dass ich handwerklich begabt bin, dass ich selbst nähen, schneidern und häkeln und stricken kann. Aber ich habe auch von meinem Großvater gelernt, dass man selbst backen kann. Dass man wirklich aus nichts noch was machen kann, um weiterzukommen. Man muss seine Fantasie spielen lassen. Man muss sämtliche Mittel und Wege erfinden, um weiterzukommen. Ich wünsche mir einen Job, wo ich Geld verdienen kann. Dass ich meine Kinder eine bessere Zukunft bieten kann. Manchmal, wenn ich zur U-Bahn gehe, dann komme ich hier vorbei und dann möchte ich das Spielzeug gerne haben. Ich möchte es gerne meinem Kind schenken. Ich wüsste, wie er sich freuen würde und wie es dann in seinen Augen blitzt. Das ist unglaublich, wie das Herz dann lacht. Also das ist schon schade, dass ich mir es nicht leisten kann.